ihr seid Lego Star Wars Fan und spielt Jedi Fallen Order, dann seid ihr mit diesem Review Video genau richtig. Und damit herzlich willkommen bei uns auf JB Spielwarens YouTube Kanal hier zu einem weiteren Set Review. Und zwar geht es um den BD-1 Droiden, eine August Neuheit 2022. Und ich habe die jetzt am 11.06. glaube ich, genau am 11.06. hier schon gebaut. Und baue das jetzt mit euch, Jedi Fallen Order. Es ist ja auch gerade ein neuer Trailer raus. Hier ist eine exklusive Minifigur mit dabei. 1062 Teile. Kostet 99 Euro, wird in den freien Handel kommen. Bei uns jetzt schon vorbestellbar mit 15% Rabatt und mit einer, weil die hier ja fehlt, Cal Kestis Minifigur. Also wenn ihr daran Interesse habt, schaut mal bei uns in den Online-Shop vorbei. Ansonsten haben wir auch noch weitere Neuheiten hier regelmäßig auf unserem YouTube-Kanal im Review. Deshalb aktuell beispielsweise das Inquisitor-Transport-Scythe-Raumschiff oder auch Jedi Obi-Wans Jedi Starfighter. Alles aus der August-Neuheitenwelle. Das Ganze wurde uns von Lego zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. Und ja, wenn ihr schon mal ein Video von uns gesehen habt, dann wisst ihr, es folgt jetzt gleich ein Unboxing. Karton ist schon auf. Danach geht's ins Speedbuild, wo ihr genau sehen könnt, wie das gute Ding, das da hinten ja schon steht, gebaut wurde. Und dann gibt es einen detaillierten Review vom BD-1, von dem großen des kleinen Pendants hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und ja, los geht's. Leute, ihr habt es im Speedbuild gesehen, das Ding ist mega cool, super geile Bautechniken und ja, man fragt sich erst, wo man gerade eigentlich anfängt und dann ist man auf einmal fertig. Von daher, da steht das gute Stück, 1062 Teile später. Wir haben hier einmal den Präsentierständer mit dem kleinen, exklusiven und neuen BD-1 Droiden in Minifigurenformat, also für meine Minifigurenwand. Recht einfaches Display hier. Muss aber auch nicht wahnsinnig ausgefeilter sein. Hier gibt es ja momentan bei uns zu kaufen die Erweiterung mit der Cal Kestis Minifigur. Von daher schaut gerne mal bei uns im Onlineshop vorbei. Hier fehlt ja definitiv Cal Kestis. Den könnt ihr bei uns bekommen.
Was mir aufgefallen ist bei meinem Stickerbogen, leider, leider, hier ist es ein bisschen verkehrt gedruckt. Da fehlen also Striche. Ich hoffe mal, dass das nicht überall so ist. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass der einzige Sticker, Mensch, lass uns das doch bedrucken, so wie das ja beim Ferrari auch geht. Ansonsten, das hier ist Displaystand und wir kommen direkt zum Droiden. Der, hast du Bock? Jo, hier, guck mal, geht so, ne? Der kann auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe Fallen Order nie gespielt. Der Droide überzeugt mich aber vom ersten Moment an, ist der beste Droide neben R2-D2, den wir als baubaren Charakter bisher hatten. Er kann, habt ihr gerade schon gesehen, den Kopf einmal nach links und rechts bewegen, so. Und dann aber auch nach mit etwas Gewalt nach oben und nach unten. So, jetzt stelle ich mal wieder so hin. Und was richtig cool ist, Philipp hat das gestern bei uns im Stream ja so eine Macho-Pose oder Western-Pose genannt. Er kann hier eben auch so ein bisschen breitbeinig stehen. Und wenn man das möchte, kann er sich auch hinsetzen oder laufen. Na, so, zack, und dann sitzt er. Sensationell. Also, das Farbschema gefällt mir natürlich auch super gut. Ist mal was anderes. Weiß, Rot, Grau. Es gibt auch eine Spielfunktion hier. Ich kann nämlich, wenn ich mal keine Lebensenergie mehr habe im Spiel, dann kriege ich hier meine Life Packs und die kriege ich, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, kriege ich die auch hier raus. Ich bin dafür aber zu, oder ich schütte sie mal raus. So, zack. Dann können wir sie uns mal angucken. Das hier sind also meine drei neuen Lebens-Life Packs, die ich hier im BD1 verstecken kann. Ansonsten Bautechniken, ja. Ich habe eben hier viele Hinge-Plates und Bricks und so weiter eingebaut. Habe ein bisschen was an Technik drin. Man kann auch in den Kopf hineinschauen und sieht, also vor allem hier solche und diese Bautechniken hier gefallen mir extrem gut. Mal gucken, ob ich das kurz abkriege. Nee, dann geht er komplett auseinander. Aber hier drin, das müsst ihr euch im Speedbild auf jeden Fall mal angucken, wie die Dinger hier gebaut werden. Mega cool. Auch die Beine und die Füße richtig cool gebaut, sind tolle Teile drin, der hat auch richtig viel Gewicht, von daher ist es auf jeden Fall ein fantastisches, finde ich zumindest, ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich glaube ich nicht oft bei Star Wars, aber bei den drei Neuheiten, die wir bisher uns angeschaut haben, nämlich dem Inquisitor Transport Scythe und dem Obi-Wan Kenobi Jedi Starfighter. Und genauso ist das nämlich bei dem BD-1 hier auch. Also hat fantastisch, habe ich glaube ich gerade schon mal gesagt, aber ich möchte es gern nochmal erwähnen. Hat einfach fantastische Teile, richtig Gewicht und ja, es ist ein Display-Modell. Man kann damit jetzt nicht so wahnsinnig viel spielen, ist dafür ja aber auch nicht gedacht. Deswegen hier die Plakette. Ist toll, dass eine Figur mit dabei ist, die ich euch nochmal im Detail hier zeigen kann. Und zwar den BD-1 hier, den wir schon als BD-Droiden aus dem 75325 kennen, aus dem Mandalorian Starfighter N1. Da ist er aber in blau-weiß und hier haben wir eben den originalen, in Anführungsstrichen, BD-1-Droiden. So, zurück zum Modell. Ich zeige ihn euch nochmal von allen Seiten, weil er so schön ist. Hier hatte ich euch schon gezeigt, Bautechniken, cool, interessante Teile sind mit dabei, hier diese Sachen zum Beispiel. Es gibt nicht viel von den Teilen, wo ich jetzt sagen würde, als Mocker braucht man nie, braucht man gar nicht, also auch solche Elemente hier super hilfreich, die sind noch relativ neu, können wir mal abnehmen und von daher ist das ein rundum gelungenes Modell. Ja, gestern im Livestream, Philipp hat es gesagt, was natürlich fehlt bei Jedi Fallen Order, soll ja jetzt ein zweiter Teil kommen, den Trailer habt ihr wahrscheinlich gesehen. Es gibt da auch ein Raumschiff, mit dem man da durch die Gegend düst, das auch einzigartig ist in der im Star Wars Universum. Das wäre auf jeden Fall noch was, wo Lego sagen könnte, komm, das machen wir als nächstes. Die Januar 2023 Welle kommt ja schon bald, in Anführungsstrichen. Von daher sind wir da guter Hoffnung, dass vielleicht da so etwas dann auch mit erscheinen wird. Zurück zum Droiden. Mein abschließendes Fazit sind erstaunliche, vor allem für mich selber, 5 von 5 Sternen. Und das für einen Droiden. Eigentlich bin ich eher für Spielsets zu haben mit vielen Figuren, aber das Ding hat so viel Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen Wall-E-Feeling. Der war auch cool, nur dass hier der Kopf hält. Bei Wall-E damals in der ersten Produktionscharge hat es ja nicht so geklappt. Ja, 5 von 5 Sternen. Ich finde das Set rundum gelungen.
Würde mich jetzt natürlich interessieren, was eure Meinungen sind. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ja, lasst uns auch im Laden bei uns diskutieren. Wenn ihr Interesse an unseren Videos habt, dann abonniert uns doch hier oder schaut euch zumindest auch die anderen Videos an. Wir haben den 75333 Obi-Wan Jedi Starfighter schon im Review und auch das Inquisitor Transport Scythe Shuttle, die beide nicht 5 von 5 Sterne bekommen haben, aber fast. Also bisher sind alle Lego Star Wars Neuheiten tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich würde mir wünschen, dass die anderen drei, die noch kommen, genauso gut sind. Das werden wir ganz bald wissen. Ja, das war's soweit zum 75335. Nicht vergessen, hier gerne ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald mal bei uns im Laden. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.